Moin liebe Grillfreunde, heute geht's nach Thüringen und zwar fährt nicht der Grillkutsch nach Thüringen, sondern macht ein Thüringer Gericht. Und zwar machen wir heute den Mutzbraten. Für meinen Mutzbraten brauchen wir gar nicht so viele Zutaten. Ich habe jetzt hier erstmal in einer Schale Majoran drin, der ist gerebelt. Da müssen wir mal gucken, da werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen, aber ich fülle dann lieber nochmal nach. Dann habe ich hier eine Mischung angerieben und zwar sind das zwei Anteile Salz mit zwei Anteilen Pfeffer. Dann brauchen wir zum Bestreichen später beim Grillen ein Schwarzbier und den Schweinenacken. Ich habe jetzt hier nicht so einen großen Schweinenacken, das sind jetzt ungefähr ein gutes Kilo. Es wären auch insgesamt nur drei Stückchen. So, wir sind bei den drei Stückchen, brauchen natürlich noch ein scharfes Messer und jetzt werde ich den Mutzbraten mal zerteilen. Für den Mutzbraten brauchen wir ungefähr so Würfel, ja so um die 8x8 cm. Also ich mache hieraus jetzt insgesamt drei. Im nächsten Schritt werden wir dann, dafür nehmen wir uns schon mal die Schale. Dafür baue ich hier jetzt auch noch mal ein bisschen um. Geben wir uns hier von dem Majoran mal was in die Schale und wälzen den Schweinenacken. Den habe ich jetzt vorher einmal kurz mit kaltem Wasser abgespült. Der hat noch eine schöne Restfeuchte. Ah, ich sehe schon, ich brauche da wesentlich mehr. Kann schon mal alles rein hier. Da soll schon so viel Majoran ruhig dranbleiben. Geht. So, noch mal ein bisschen mehr Majoran geholt. Wir legen dann mal den fertigen hier in die kleine Schüssel. Lieber nachnehmen als zu viel. Wir wollen ja jetzt auch nichts von den guten Gewürzen dann verschenken. Und dann nehmen wir uns einmal die Salz- und Pfeffermischung. Die verteile ich hier auch noch mal dran. So, der Schweinenacken, der ist jetzt mit ordentlich Majoran, Salz und Pfeffer gerubbt. Es gibt auch noch eine Variante mit Senf, darauf werde ich aber heute verzichten. Und das Ganze stellen wir jetzt für die nächste Nacht bis morgen in den Kühlschrank. Freunde, der nächste Tag, 24 Stunden später, die Grillkohle läuft schon im Hintergrund. Jetzt mache ich es mal auf. So sieht es dann aus. Ich hoffe, man sieht das. Ach, Leute. Der Majoran, der kommt richtig geil. Die werde ich jetzt einmal kurz auf dem Spieß stecken. Ja, Freunde, vielleicht muss ich mein Video nochmal umbenennen. In den vielleicht kleinsten Mutzbraten der Welt. So sieht er aus. Auf den Spieß gesteckt. Ja, die Portionen sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, Corona-bedingt ein bisschen feinfühliger. Ich habe ja hier nur anderthalb Mitesser noch. Ist so wie es ist, aber trotzdem natürlich, man könnte jetzt den ganzen Spieß komplett vollstecken, aber was bringt das, wenn man es nicht essen kann? Aber wie gesagt, vom Doing ist es genauso. Aber es sieht schon niedlich aus, Leute, oder? So, wie gesagt, die Kohle habe ich gerade im Hintergrund angeheizt und das werden wir jetzt gleich auf dem Kugelgrill machen. Dann möchte ich euch mal kurz das Setup zeigen. Ich habe hier ein bisschen Kohle, ja, es könnte ein bisschen viel sein, gebe ich zu, aber ich hatte noch Reste, die wollte ich jetzt nicht wegschmeißen. Dann natürlich auf dem Spieß den Mutzbraten oder die Fleischstücke. Eine Edelstahlschale unten drunter, weil wir wollen ein bisschen den Bratensaft auffangen. Ich werde dann nachher auch gleich noch was zugeben, das zeige ich euch. Und ein Mutzbraten wird original mit Birkenholz befeuert. Ich habe leider kein Birkenholz da. Wir nehmen Buchenholz. Das sollte auch funktionieren. Und das legen wir dann mal auf hier. So, dann hoffen wir mal, dass gleich ein schönes Feuer entfacht. Deckel brauchen wir nicht. Ich hoffe, wir sind auch dicht genug dran. Das sollte eigentlich passen. Wir wollen ja mit der Flamme nicht an den Braten. Und wichtig ist auch nochmal von der Drehung weg von der Hitze zu drehen. Weil die Hitze, der Fleischsaft tritt hier aus und soll jetzt nicht gleich runtertropfen, sondern soll noch ein bisschen mitgehen. Ganz wichtig beim Drehspießeinsatz. Ja, wie man schon schön sieht, hat schon Feuer gefangen.
Und dann geben wir noch mal in die Tropfschale ein schönes Schwarzbier dazu. Und damit das nicht zu wenig ist, gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu. Und um den Braten noch mal ein bisschen einzupinseln mit dem Schwarzbier, brauchen wir noch einen Silikonpinsel. Ja Leute, wo ist mein Pinsel? Ich glaube, der Dirk hat den. Jetzt kann ich nicht den richtig tollen Grillrostkompinsel nehmen. Jetzt muss ich hier irgend so einen, keine Ahnung, nehmen. Dirk, hast du meinen Pinsel, du? Du Schelm, du. Und nun lassen wir das Ganze für die nächsten, ja, messen wir nachher mal nach. Ich schätze mal so, gute Stunde, anderthalb Stunde mal vor sich hindrehen. Und während der Mutzbraten jetzt dreht, werden wir mal alle Viertelstunde mit der Schwarzbiermischung mal ein bisschen beträufeln. Handschuhe sind wichtig. Es ist nämlich ganz schön heiß hier. Ich habe mir eben schon die Haare zum Teil verbrannt. Kurz vor Ende werden wir dann noch die Soße wieder nehmen. Da ist jetzt natürlich so ein bisschen Buchenasche reingeflogen. Das ziehe ich einmal durch einen Kaffeefilter und dann kommt der Sud noch mit bei mir in das Sauerkraut. Das gibt es dann als Beilage zusammen mit einem richtig schönen Brot. Und der Sud, der gibt dann nochmal richtig schön Geschmack zum Sauerkraut ab. Freunde, der Mutzbraten, der ist jetzt fertig. Den nehme ich jetzt runter vom Grill und dann werden wir den mal aufschneiden. Hier ist er, mein Mutzbraten. Dann lösen wir mal die Schrauben hier. Der hat jetzt um die 72 bis 74 Grad. Und dann nehmen wir ihn mal runter. Wenn wir den mal anschneiden und probieren. Oh, Leute. Seht ihr? So sieht er aus. Dann mal testen. Und dann werde ich mal probieren. Mega. Das Majoran kommt richtig geil durch. Also das funktioniert. Der kleinste Mutzbraten der Welt. Ja Leute, und wenn euch mein kleines Video über den Mutzbraten gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Ein Kommentar ist auch mal gerne gesehen und ein Abo natürlich. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Ciao, euer Grillcoach Gerrit.